Dieses Buch, Shaggy Bane, werdet ihr nicht mehr vergessen. Und alle diese unglaublichen Szenen, diese unglaublichen Dialoge, die sich einfach so ins Gehirn einbrennen. Shaggy Bane ist der Name des Buches und der Name des Protagonisten. Ein Junge, der aufwächst in einer Zeit, in die er nicht so richtig reinpasst. Im Glasgow der 80er, inmitten von Armut und Hoffnungslosigkeit. Mein Leseerlebnis mit diesem Buch war sehr emotional anstrengend, würde ich sagen. War sehr vertieft in die einzelnen Kapitel und musste danach immer wieder eine Pause einlegen, weil die Themen darin natürlich traurig sind. Shaggys Mutter ist abhängig vom Alkohol und abhängig von ihrem gewalttätigen Mann. Und Shaggy selbst ist anders als die anderen Jungen und das bekommt er auch zu spüren. Und gleichzeitig sind die zwei die engsten Vertrauten und besten Freunde. Ihre Beziehung ist einzigartig und sie sind unzertrennlich. Und trotzdem ist es auch extrem kompliziert. Was mich an der Figur auch beeindruckt hat, ist, dass er jemals irgendwie hasserfüllt oder so auf seine Mutter geschaut hat, sondern eigentlich immer mit diesem liebevollen Blick. In dieser großen Armut, dass darin überall noch diese Fähigkeit zur Liebe halt ist. Dieses träumerische Herz, das Shaggy hat, dieses ganz Besondere, den Blick auf das Schöne in der Welt. Er sieht in allem Weichheit und Poesie. Und ich muss auch heute noch oft an Shaggy, die Hauptfigur des Romans, denken und vor allem an seine Liebe zur Welt, seine Liebe zum Dasein, die sein Leben bestimmt, trotz aller Tragödien, die er durchmachen muss. Bitte lesen Sie dieses Buch.